bei mir gelandet. Zufällig natürlich auch noch bei Millionen anderen Usern im Internet. Und die Jungs, die sowas machen, die freuen sich natürlich, weil es gibt jede Menge Leute, die fallen einfach stumpf drauf rein und sagen, lass uns doch da mal ein bisschen mitzocken. Wenn ich schon mal so einen Insider-Trick kriege, dann kaufe ich doch da mal so ein paar von diesen Aktien. Ganz wunderbar. Das ist auch noch so formuliert da unten, dass man sich ein bisschen wundert, wo kommt das her, dass Sie, wenn Sie da als Hobbyspekulant mit einsteigen, ganz schnell auf die Schnauze fallen, weil bevor der Kurs dahin gestiegen ist, wo die Jungs hier versprechen, bis 45 Cent, da kommt er nie hin. Vorher haben nämlich die anderen Leute, die den Spam verursacht haben, längst ihre Aktien verkauft und dann sind sie unter 12 Cent oder sonst irgendwo niedrig gelandet. Also deshalb mein Tipp.